Ein Team aus 4 Entdeckern macht sich auf nach Laos, um in den dortigen Höhlen nach einer legendären Riesenspinne zu suchen, von der Einheimische seit Jahrzehnten berichten. Das ist Spinnenforscherlegende Dr. Peter Jäger. 2001 beschrieb er die laotische Riesenkrabbenspinne erstmals anhand von Exemplaren aus dem Naturhistorischen Museum in Paris und gilt seither als Entdecker der Spinne. Das ist Sascha Packheiser, Vogelspinnenexperte, Fotograf und Weltenbummler. Er gründete vor über 20 Jahren den größten Vogelspinnenstammtisch Deutschlands. Das ist mein Zwillingsbruder Thomas Kern, Raumfahrtingenieur, Abenteurer und Filmemacher. Er lief 2022 einen der längsten Fernwanderwege der Welt, den berühmten 4.265 Kilometer langen Pacific Crest Trail von Mexiko bis Kanada und schaffte den Thru-Hike. Und dann bin da noch ich, Markus Kern, Gründer dieses YouTube-Kanals, Hobbyforscher und Abenteurer. Ich möchte in meinem Leben so viele Orte und Tiere entdecken wie nur möglich. Wir vier als Team erkunden eine Woche lang Laos. Werden wir die legendären Riesenspinnen von Laos finden? Das ist unsere Geschichte. Ja Leute, wie ihr hinter mir sehen könnt, ich bin wieder zurück aus Laos, zurück im heimatlichen Allgäu. Bei uns liegt jetzt Schnee. Es ist also kalt, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich liebe die Kälte und den Schnee genauso wie die Hitze in Laos. Und Laos war so ein unglaubliches Abenteuer und so ein schönes Erlebnis, dass ich mir da mal wieder gedacht habe, ich will eigentlich so lang wie möglich auf dieser Erde leben, um so viel wie möglich noch zu entdecken und ja, so viel wie möglich auf dieser Erde zu erforschen. Aber das geht natürlich nur, wenn man auch lange genug lebt und auch gesund genug lebt. Ich versuche an sich schon so gesund wie möglich zu leben. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Tropfen Alkohol seit 2,5 Jahren und ich mache einiges an Sport. Aber da geht noch mehr. Und zwar mit den Produkten von Avea. Avea stellt nämlich Produkte her, die euer Leben buchstäblich verlängern und es gleichzeitig gesünder machen. Es gibt zum Beispiel hier dieses Vitality Bundle. Das besteht einerseits aus einem Produkt, das euren NAD+-Speicher auffüllt. Das ist ein Coenzym, das an über 500 biologischen Prozessen in euren Zellen beteiligt ist. Und dann gibt es noch den Booster. Der hilft dabei, das NAD+ nicht so schnell abzubauen und es so auch leichter in eure Zellen transportieren zu können. Euer NAD+-Spiegel sinkt im Laufe des Lebens immer weiter, aber NAD+ ist so wichtig für eure Zellgesundheit. Und deshalb hilft euch das Vitality Bundle von Avea, diesen NAD+-Spiegel aufrechtzuerhalten und so buchstäblich, wie gesagt, euer Leben zu verlängern und es gleichzeitig gesünder zu machen. Und das ist es, was Avea ausmacht. Wenn ihr die Produkte mal testen wollt, dann bestellt gerne was, denn es gibt für Erstbestellungen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Es ist also überhaupt kein Risiko da. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich 15% auf alle Erstabos. Die bekommt ihr mit meinem Code über meinen Link in der Videobeschreibung. Klickt gern darauf und unterstützt dadurch gleichzeitig meinen Kanal. Ich danke euch und nun geht es weiter mit dem Video. Fast 10.000 Kilometer von Deutschland entfernt im fernen Osten, hinter unzähligen Gebirgen, liegt ein einzigartiges, aber auch armes Land, Laos. Laos hatte es in seiner Vergangenheit nicht leicht. Es wurde im Vietnamkrieg, der von 1955 bis 1975 in und um Vietnam wütete, 9 Jahre lang nahezu ununterbrochen von den USA bombardiert. Alle 8 Minuten wurde eine Flugzeugladung voll mit Bomben auf Laos abgeworfen. Am Ende kamen dadurch mehr als 2 Millionen Tonnen Bomben zusammen. Kein anderes Land der Welt wurde so stark bombardiert wie Laos. Die Einheimischen mussten sich damals jahrelang in Höhlen und Tunneln verstecken, um nicht von den Bomben getroffen zu werden. Auch heute noch gibt es in Laos unentdeckte Blindgänger, die über das Land verstreut sind und mittlerweile von Gestrüpp und Geäst umwachsen sind. Wer hier abseits der Wege unterwegs ist, begibt sich in Gefahr, auf einen solchen Blindgänger zu stoßen, ihn unbeabsichtigt auszulösen und von der Explosion getroffen zu werden. Die Laoten selbst versuchen diese Blindgänger so gut es geht zu bergen und die Materialien zu verkaufen, als Baumaterial zu verwenden oder davon neue Gegenstände herzustellen, wie zum Beispiel Besteck. Man könnte denken, dass die Laoten durch diese heftigen Bombardierungen heutzutage ein verbittertes und nachtragendes Volk sind. Doch weit gefehlt. Ich kenne kaum ein Volk, das so lieb, freundlich und friedlich ist wie die Laoten. Ich und mein Bruder, die zum ersten Mal in Laos waren, haben die ruhige Art der Laoten lieben gelernt und vermissen sie jetzt schon. Wir Deutschen könnten uns manchmal eine Scheibe von solchen Mentalitäten abschneiden. Oft regen wir uns über belanglose Dinge auf und werden vom Druck des Alltags oft übermannt. Die Laoten zeigen, das muss nicht sein. Man kann auch mit wenig Besitz und wenig Reichtum glücklich sein. Oder gerade wegen diesem Minimalismus.
Das konnten wir in den armen Dörfern, bei denen bereits sauberes Wasser ein Luxus ist, förmlich spüren. Die entlegenen Dörfer versorgen sich meistens selbst, weitestgehend autark, mit Hilfe von Landwirtschaft und den wenigen Touristen, die vielleicht mal dort vorbeikommen. So hat in dieser Gemeinschaft jeder seine eigene Aufgabe und alle halten zusammen. Es ist ein wunderschönes Gefühl, so etwas zu sehen. Die laotische Mentalität zu erleben war ein super Bonus, den unsere Reise mit sich gebracht hat. Aber der Hauptgrund, warum wir nach Laos gereist sind, war ein anderer. Laos ist neben dem freundlichen Volk von einer unglaublichen Natur geprägt. Hier gibt es unzählige Kalksteinformationen, die von dichten Dschungel umgeben sind, in dem es von Leben und einzigartigen Tieren nur so wimmelt. Aufgrund der Beschaffenheit von Kalkstein besitzen die Felsformationen oft große und tiefe Höhlen, die es zu erforschen gilt. Und genau das war unser Ziel. Die Einheimischen berichten seit Jahrzehnten von einer gigantischen Spinnenart, die in diesen Höhlen leben soll. Im Jahr 2000 bekam Spinnenforscherlegende Dr. Peter Jäger 15 Exemplare dieser Spinne in die Hände. Sie stammten aus dem Naturhistorischen Museum in Paris und waren in Alkohol konserviert. Mithilfe von diesen Exemplaren konnte er die Spinnenart im Jahr 2001 erstmals wissenschaftlich beschreiben und gilt seither als Entdecker dieser Spinne. Doch um die Spinne lebend zu sehen, muss man natürlich nach Laos fliegen. Und genau das taten wir. Ich und mein Bruder packten unsere Sachen und flogen nach Laos, um uns dort mit Peter Jäger und Sascha Packheiser zu treffen. Nach einer langen Anreisezeit von 36 Stunden haben wir sie schließlich endlich getroffen, in einer kleinen Stadt namens Takek. Ach, da sind sie ja! Hey, Peter! Hey! Grüß dich, Markus. Alles schön, klar? Dich zu sehen. Servus, Jungs, wie geht's euch? Hey, Thomas, wie war die Herzlich Fahrt? Willkommen in Laos. Lange Anreise? Ja, das war bei uns auch. Wir hatten irgendwie 9 Stunden Fahrt von Vientiane runter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oh meine Güte, die Straße ist wirklich schlechter geworden. Das war richtig holprig, wurde man durchgeschüttelt, aber jetzt sind wir wieder wach hier. Ja, das hat sich verändert, oder? Die ist schlechter geworden, ganz einfach. Normalerweise würde man das Gegenteil denken, aber so ist es halt, das ist Laos. Und wie ist es bei euch? Erste Mal in Laos? Erstes Mal und weg vom Regen daheim. Ja, schöne 30 Grad. Super. Deswegen komme ich auch noch wieder gerne her. Ja. Gehen wir mal, bin gespannt. Alles gut. Ich bin erstmal super froh, dass ihr da seid, gut angekommen seid und ich erwarte mir super viele tolle Shots für euch, weil ich kenne hier sehr viele Höhlen, die keine Touristenhöhlen sind, da findet auch sonst keiner hin. Die habe ich so über die Jahre gesammelt. Ich war ja 2003 das erste Mal hier und ich bin jetzt vielleicht das 16. Mal hier oder so. Das ist meine zweite Heimat, kannst du sagen. Und ja, da hoffe ich mir einfach, dass wir wirklich die Dinge finden, die ihr auch sehen wollt. Zumindest mal die Heteropoda Maxima, aber vielleicht auch andere schöne Dinge sehen, wo ihr einfach sagt, oh, das ist toll, das ist super und so weiter. Und ich denke mir, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich habe ja gesehen, ihr seid zwei super Typen. Ja, wir werden mit dem Motorrad unterwegs sein und dann verschiedene Höhlen anfahren. Manche sind ziemlich nah hier, andere sind ein bisschen weiter weg. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Hier sind wir jetzt in Takek letztendlich. Das ist die Hauptstadt von einer Provinz, die heißt Kamuam. Das ist etwas südlich von der Hauptstadt in Vientiane, also der Landeshauptstadt. Und hier haben wir halt besonders viele Kalksteinformationen. Und Kalkstein heißt direkt auch Höhlen, weil der wird ja ausgespült vom Regen. Dann hast du halt mehr oder weniger große Höhlen. Und das birgt natürlich Potenzial für viele Spinnen oder andere Tiere, die dort drin leben. Ja. Und deswegen liebe ich das auch so, mal abgesehen davon, dass ich es auch mag, diese Berge einfach nur anzusehen. Das ist wirklich eine wirkliche Naturschönheit, sag ich mal. Ja, ich bin auch natürlich neben dem Wissenschaftler auch einfach Mensch, finde das toll. Es geht nicht nur um Sonnenuntergang oder so, aber wenn ich diese Kalkfelsen sehe, ja, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Ich meine, ihr seid hier jetzt das erste Mal hier in Laos. Ist es so, die Laoten ist ein Supervolk. Also die haben wirklich, die sind entspannt,
die sind freundlich und das Essen ist natürlich lecker. Wir werden also überhaupt keine Probleme haben. Wir werden uns ja wahrscheinlich Motorrad ausleihen, um einfach von A nach B zu kommen. Das geht schon mal relativ einfach und dann werden wir einfach sehen. Und ich denke auch so ein bisschen, dass ihr die Leute genauso mögen werdet, die Laoten, wie ich auch. Dass vielleicht auch euch so gut gefällt, wie es mir bisher gefallen hat und das vielleicht nicht euer letztes Mal war in Laos. Nachdem wir unser Hotelzimmer bezogen hatten, galt es noch, unser Moped und ein paar andere Dinge zu organisieren. Und so fielen wir am Abend müde, aber auch zufrieden ins Bett. Und das relativ früh, denn am nächsten Tag sollte es bereits direkt am Morgen losgehen auf unsere erste Tour. Wir schnappten uns also unsere Mopeds, auf denen ich und mein Bruder anfangs noch etwas wackelig unterwegs waren, und fuhren in Richtung unserer ersten Höhle. Nach etwa 25 Minuten Fahrt sind wir schließlich am Eingang der ersten Höhle angekommen und stellten unsere Mopeds am Wegrand ab. Aufgeregt folgten wir Peter Jäger durch das Gestrüpp und schon nach kurzer Zeit stießen wir auf die erste außergewöhnliche Spinne. Sascha rief uns zu sich, denn seine Luchsaugen haben im wahrsten Sinne des Wortes eine sogenannte Luchsspinne entdeckt. Es ist nicht einfach, diese Spinne im Vorbeigehen zu sehen, denn sie tarnt sich durch ihre grüne Farbe und ihr Muster sehr gut im Gestrüpp. Doch Sascha hat sie trotzdem gefunden und machte direkt ein paar Fotos von ihr. Die Spinne zeichnet sich durch die Dornen auf ihren Beinen aus und durch die Anordnung ihrer Augen. 6 der 8 Augen sind in einem sechseckigen Muster angeordnet, auf einem kleinen weiß gefärbten Buckel, sodass es von der Ferne aussieht wie typische Augäpfel mit Pupillen. Doch wenn man näher hinsieht, erkennt man eben, dass es 6 Augen sind. Und darunter befinden sich nochmals 2 kleine Augen, also insgesamt 8. Die markanten Augen dieser Spinne sehen aber nicht umsonst so auffällig aus. Sie haben auch eine dementsprechende Funktion. Die Luchsspinne kann nämlich sehr gut sehen und das ist bei ihrem Jagdverhalten auch nötig. Denn die meisten Arten nutzen kaum Netze, sondern gehen aktiv auf die Jagd, indem sie auf Blättern und Blüten verweilen und dann zum Beispiel herannahende bestäubende Insekten erbeuten. Für Menschen ist diese Spinne übrigens harmlos, zumal sie auch überhaupt nicht aggressiv ist. Was für eine schöne und farbenprächtige Spinne! Aber nun geht es weiter in die Höhle. Auf den ersten Metern wirkte die Höhle direkt klaustrophobisch, da sie sehr eng war und im Grunde nur aus einer Spalte bestand. Die Regenzeit war erst 3 Wochen her und so waren die Wände alle noch sehr glitschig und der Boden sehr matschig. Teilweise tropfte es noch von oben herab. Es waren die Reste des Wassers, das hier in der Regenzeit teilweise sintflutartig durchschoss. Ein Glück, dass es Ende November war, als wir dort waren, sonst hätten wir diese Höhle gar nicht betreten können. Nach einiger Zeit stieß ich plötzlich auf ein seltsames Objekt am Boden. Ich begutachtete es eine Weile und erkannte dann eine uralte Spritze, die dort lag. Es ist sehr wahrscheinlich ein Überbleibsel aus dem Vietnamkrieg, als sich die Laoten in solchen Höhlen vor den Bombardierungen der USA versteckt haben und oft auch verletzte Soldaten und Zivilisten hier behandelt haben. Unglaublich, wie lange solche Objekte in Höhlen überdauern können und dass wir sie auch heute noch sehen können. Wir gingen noch tiefer in die Höhle hinein und als ich dort so lief, konnte ich mir nicht vorstellen, dass hier etwas lebt. Es sah alles so karg und leblos aus. So, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Ja. Säugetier. Marder, ja. Scheiße, oder? Scheiße, sehr wissenschaftlich. Doch dann erblickten wir plötzlich ein geniales Lebewesen, etwa 2 Meter über uns. Einen sogenannten Pteropoda longicornis, der auch als Long-Legged Centipede bezeichnet wird. Auf Deutsch langbeiniger Hundertfüßer. Er kommt in Südostasien häufig vor und gehört zur Ordnung der Spinnenläufer. Hey. Oh, sieht der mega aus, ey. So ein geiles Tier. Wahnsinn, ey, was gibt's nicht auf unserer Welt alles?
Diese Tierordnung gibt es bereits seit etwa 420 Millionen Jahren. Und damit sind diese Tiere die ältesten und urtümlichsten Hundertfüßer der Erdgeschichte. Ihre Besonderheit sind die langen Beine, die einen Großteil der Körpergröße ausmachen. Long-legged Centipedes können inklusive Beinen und Antennen bis über 30 cm groß werden, wobei der Körper selbst bis etwa 15 cm davon ausmacht. Die Beine sind aus zahlreichen Gliedern aufgebaut und besitzen 34 oder mehr Einzelmuskeln, anstatt den üblichen 2 bei Hundertfüßern. Dadurch können Spinnläufer allgemein auch extrem schnell laufen. Sie können eine Geschwindigkeit von bis zu 1,5 km/h und eine Schrittweite von über 3 cm erreichen und gehören damit zu den schnellsten Gliederfüßern überhaupt auf der Erde. Ihre steifen Körper, die nur aus 15 Segmenten und 7 Rückenplatten bestehen, verhindern schlängelnde Bewegungen und unterstützen damit die Schnelligkeit. Auch das spezielle Atmungssystem der Spinnläufer, das aus mehrfach verzweigten Tracheen besteht, die muskulär versorgt sind, dient der Geschwindigkeit. Dabei besitzen die Spinnläufer vorne und hinten zwei sehr lange Tastorgane, um sich in der Umgebung zurechtzufinden. In solchen Höhlen ist es normalerweise nämlich stockdunkel. Und trotz dieser Dunkelheit gehen die Spinnläufer dort auf die Jagd nach anderen Gliederfüßern, wie zum Beispiel dieser Höhlengrille, die wir auch mehrfach entdecken konnten. Für Menschen sind Spinnläufer übrigens harmlos. Ihre Beißwerkzeuge können im Normalfall nicht einmal die menschliche Haut durchdringen. Außerdem fliehen Spinnläufer normalerweise, wenn man ihnen zu nahe kommt. Eine weitere sehr spannende Fähigkeit von Spinnläufern ist es, ihre Beine abwerfen zu können, wenn sie sich bedroht fühlen oder angegriffen werden. Die abgeworfenen Beine zucken danach noch minutenlang weiter und können den Angreifer so ablenken. Bei späteren Häutungen können die verlorenen Beine dann wieder regeneriert werden. Nachdem wir dieses geniale Tier eine Weile beobachtet haben, sind wir noch tiefer in die Höhle gegangen. Wir waren auf der Suche nach einer ganz bestimmten Spinnenart, die Peter Jäger einst in dieser Höhle entdeckt hatte und 2012 erstmals wissenschaftlich beschrieben hat. Die Sinopoda scurion, eine blassweiße Riesenkrabbenspinne, die keine Augen besitzt. Hier machen wir nochmal mit der BBC drin. Die Höhle zeige ich mal ganz spät, weil die Sinopoda scurion ist tatsächlich mein Baby. Ja. Dass ich so einfach hergehen will. Ja, das also, das haben wir jetzt auch schon mal eben aufhalten. Und tatsächlich an den Wänden einfach mal hoch und runter. Sie rennen auch weg, wenn man sie dann stört, wenn sie sich gestört fühlen, aber nicht ganz so schnell wie maximale Rennen. Also, auch. Boah, das ist so glitschig hier. Ja, ja. Wir suchten intensiv nach dieser Spinne, doch wir konnten sie nicht finden. Es ist auch nicht einfach, schließlich ist sie nicht auffällig gefärbt und auch nicht sonderlich groß. Man kann sie leicht auf den grau-beigefarbenen und glänzenden Höhlenwänden übersehen. Also beschlossen wir irgendwann umzudrehen und zurückzugehen. Als wir die Höhle schon fast verlassen hatten und wir eigentlich nicht mehr glaubten, die Spinne noch zu sehen, tauchte schließlich doch noch ein Exemplar neben uns an der Höhlenwand auf. Eine kleine weiße Sinopoda scurion, eine der wenigen aus über 1100 Spinnenarten der Familie der Riesenkrabbenspinnen, die blind ist. Sie besitzt tatsächlich keine Augen, denn die wurden aufgrund der ständigen Dunkelheit in ihrem natürlichen Lebensraum, den Höhlen, im Laufe der Evolution zurückgebildet. Obwohl die Sinopoda scurion zu den Riesenkrabbenspinnen gehört, wird sie nicht sehr groß. Ihr Körper wird gerade einmal etwa 12 mm groß und ihre Beinspannweite beträgt etwa 6 cm. Ihren Namen Scurion verdankt sie übrigens dem Schweizer Höhlenstirnlampenhersteller Scurion, der sich durch eine Spende das Namensrecht gesichert hatte. Wir haben diese einzigartige Spinne, die Peter bisher nur in dieser Höhle gefunden hat, also doch noch gesehen. Es war ein rundum gelungener Tag und so machten wir uns glücklich und zufrieden auf zurück nach Tarkhek, um den Abend bei einem gemeinsamen Bierchen ausklingen zu lassen. Am nächsten Tag hatten wir vor, eine deutlich weiter entfernte Höhle zu erkunden, zu der wir nur über unebene Schotterwege und mit Hilfe einer Wanderung querfeldein durch den Dschungel kommen sollten und bei der Peter eine unerwartete Überraschung erleben sollte. Ah, oh Mist, das ist voll ins Auge gegangen. Oh. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuhören, bis bald. Ciao.